Auftakt in der Kreisliga A. Bei mir der Aufsteiger, GFC Düren 2. Willi Kirschbaum, man hat sich nach 90 Minuten, glaube ich, ein bisschen anders das Ergebnis vorgestellt. Zur Halbzeit war ja noch alles möglich, 0-0. Aber wenn man so hört, in der ersten Halbzeit auf beiden Seiten keine effektive Torchance. Ja, in der ersten Halbzeit waren jeweils eine Torchance für beide Mannschaften. Beide Mannschaften haben sich sehr neutralisiert. Für uns kam zum Tragen, dass so in der 20., 25. einer unserer wichtigsten Verteidiger, der René, sich verletzt hat. Was sehr schade ist. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was er am Oberschenkel hat. Ja, und dann kam natürlich die 44. Und das ist wohl die Entscheidung des Spiels heute gewesen. Da hat sich unser Mannschaftskapitän eine deutlich unnötige rote Karte abgeholt. Und das ist Lehrgeld, was wir heute dafür gekriegt haben. Konnte man nicht vorher schon eingreifen? Ich glaube, er hat ein paar Minuten vorher schon mal einen Foul gehabt. Und da waren die Zuschauer auch schon fast auf dem Rasen. Nee, das war ja nicht er. Das war ein anderer Spieler, der Simon Lauscher, der Außenverteidiger auf der linken Seite, der hat sich da gelb geholt, auch zu Recht. Ich denke mal, man hätte auch bei unserem Kapitän erstmal dunkelgelb zeigen können, aber der Schiedsrichter hat entschieden und dann kann man auch nichts mehr machen. Und ja, das war leider die Entscheidung für uns. Ein bisschen mehr Platz für Barmen in der zweiten Halbzeit als Trainer vom Aufsteiger. Was hat man denn in der Kabine der Mannschaft vom Weg gegeben? Man wollte sich ja nicht so jetzt verabschieden nach 90 Minuten. Nee, das nicht. Wir wollten es eng staffeln. Jetzt sind die Maße dieses Rasenplatzes hier in Barmen, der in einem sehr guten Zustand ist, extrem groß. Und dann ist es natürlich für eine Mannschaft wie wir dann mit 10 Mann. Wir haben uns echt in der zweiten Halbzeit nicht gut gestaffelt. Wir haben nicht gut gestanden. Die haben mit einfachen, wirklich simplen, einfachen Doppelpässen uns hinterlaufen. Die sind hinter die Abwehr gekommen und haben es sehr gut gemacht. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Und wir wollten gegenhalten mit einem Stürmer. Über Standards wollten wir noch kommen. Vielleicht dann irgendwie ein Glückstor machen und vielleicht das dann über die Zeit bringen. Das hat heute nicht geklappt. Aber der Wille der Mannschaft war da, auch in der zweiten Halbzeit, volle Leistung. Ja, auf jeden Fall. Wir wollten auf jeden Fall das so lange wie möglich das 0-0 halten, um dann eventuell noch ein Glückstor zu machen. Ist uns nicht gelungen, aber ganz ehrlich, wenn man so zwei starke Verteidiger aus einer Viererkette verliert, ist es auch irgendwo klar, dass die Abstimmung hinten in der Abwehr nicht mehr gestimmt hat. Man hat natürlich das Glück von der ersten Mannschaft, dementsprechend auch mal schon Spieler zu bekommen, aber heute hat man keinen gesehen. Doch, der Simon Lauscher war dabei, der war 3 Wochen in Urlaub und er hat auch sehr gut gespielt, hat sich natürlich die Gelbe geholt, konnte dann natürlich nicht mehr ganz so in die Zweikämpfe gehen. Dann ist ihm noch in der zweiten Halbzeit nicht ein Fehlpass, er hat über den Ball geschlagen, das führte zum 1-0 und von da an waren wir eine Viertelstunde unsortiert und da fielen die anderen 3 Tore, zack, zack, zack und dann war das Spiel gegessen. Gut, man ist natürlich ein bisschen traurig mit dem Auftakt jetzt, man fährt nach Hause. Wie war denn die Vorbereitung für die Mannschaft, für die Kreisliga? Sehr gut. Wir haben auch eigentlich gar keine Verletzten. In den ersten 3 Wochen wussten wir gar nicht, wo wir standen. Wir fühlten uns sehr unsicher, hatten ein paar Freundschaftsspiele gegen unterklassige Mannschaften, die sahen nicht so gut aus. Haben dann später aber gute Freundschaftsspiele auch gegen Winden abgeliefert. Die Vorbereitung ab der Woche 4 war richtig gut und wir dachten auch eigentlich, wir wären soweit, um vielleicht direkt im ersten Spiel zu punkten. Ich denke, wären diese Fehler, diese Umstände heute nicht so passiert, wie sie passiert sind, kurz vor der Halbzeit, hätten wir vielleicht auch einen Punkt holen können. Ne? Was macht man jetzt besser in der nächsten Trainingseinheit für das erste Heimspiel? Ja, wir müssen weiter positiv arbeiten. Ich kann jetzt nicht draufhauen und sagen, das war's jetzt. Wir haben jetzt wahrscheinlich bist du ja mit 0-4 Toren unter Umständen sogar letzter. Das darf uns nicht passieren, um Gottes Willen. Wir haben ja gesehen, dass wir in der ersten Halbzeit mithalten konnten. Es haben auch noch 4 wichtige Spieler gefehlt, auch von unserem Kader, unabhängig davon, was wir von der ersten kriegen könnten. Die müssen jetzt nächste Woche dazustoßen, die müssen im Training sich wieder anbieten. Und dann werden wir in Ederen das Gleiche wieder versuchen. Erstmal auf den Punkt gehen in der A-Liga. Also in Ederen? In Ederen, jawohl. Also schweres Programm schon am Anfang. Ja, wenn man bedenkt, dass wir dann von Donnerstag auf Samstag nur 1,5-2 Tage haben, dann müssen wir zu Hause gegen Hambach spielen und das ist schon ein Brett. Ne? Vielen Dank, alles Gute. Danke, gleichfalls. Danke. Ja. Kommen wir zurück nach Barmen zum Auftakt hier. Heute zu Gast war der GFC Düren, die zweite Mannschaft. Barmen hat sich heute, sag ich mal, überraschend gut geschlagen im Auftakt. Die Zuschauer riefen nach dem Spielende schon Spitzenreiter, Spitzenreiter. Wie sieht es der Trainer nach dem 4-0? Ja, Spitzenreiter sind wir, weil wir das erste Spiel hatten, sonst auch nichts. Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft. Wir haben die Ruhe bewahrt. Wir haben uns die Chancen bereits in der ersten Halbzeit erarbeitet, aber insbesondere auch in der zweiten Halbzeit. Sind dann auch konsequenter im Torabschluss gewesen und haben dann letztendlich dann verdient auch die Tore gemacht. In die Karten hat uns sicherlich gespielt, dass der Spieler von Gürznich
Ende der ersten Halbzeit die rote Karte bekommen hat. Aber auch da sind wir dann eben ruhig geblieben und wussten, dass die natürlich Körner lassen werden bei dem warmen Wetter. Und das ist uns nachher zugute gekommen. Ja, Sie haben es angesprochen, vor der Halbzeit die rote Karte. Ihr Rückkehrer Görres stand vom leeren Tor, hat das Tor nicht gesehen. War das Tor zu groß oder zu klein jetzt für ihn? Naja, zuerst muss man mal sagen, das war ja schon Weltklasse, wie er den mitgenommen hat. Das muss man mal deutlich sagen. Und dann, das ist für mich natürlich auch unverständlich, dann macht er den einfachen Pass ins Tor, das schafft er dann nicht. Aber wie er den Ball schon mitgenommen hat, das war schon großes Kino. Aber für die Zukunft eine wertvolle Stütze für Ihre Mannschaft. Ja, absolut. Braucht man gar nicht drüber zu reden. Das ist, er war in Altdorf, er hat da Bezirksliga-Luft geschnuppert und hat sich deutlich da auch verbessert und wird uns das sicherlich wiedergeben, was er da erfahren hat. Ja, Sie haben es angesprochen, zur Halbzeit ein Mann mehr in der zweiten Halbzeit. Haben Sie denn Ihre Mannschaft umgestellt? Sie wollten ja die drei Punkte denn auch halten. Zur Halbzeit sah es ja gar nicht dann aus. Wieso sah es nicht zur Halbzeit dann aus? Wenig Chancen zu sehen war. Ja, aber wir hatten unsere Chancen und hätten es auch machen können. Und ich glaube, die Gürzlicher hatten maximal eine Chance. Also ein 1-0 wäre auch zur Halbzeit verdient gewesen. Und ja, und ich denke, unterm Strich ist das Ergebnis dann auch vielleicht ein Tor zu hoch, aber doch geht das in Ordnung. Wenn man das Ergebnis jetzt sieht, das Spiel, die 90 Minuten, hat man denn alles richtig gemacht in Vorbereitung, weil es in den nächsten Wochen Schlag auf Schlag losgeht? Das wissen wir gerade jetzt, die nächsten Spieltage werden kräftezehrend sein. Deswegen bin ich froh, dass wir die Vorbereitung ohne Verletzte überstanden haben. Es kommt natürlich der ein oder andere Urlauber dazu. Wir haben einen kleinen Kader, das muss man sagen. Und wir haben insgesamt 32 Spieltage und das wird eine Herausforderung werden. Welches Ziel haben Sie sich gesetzt? Im letzten Jahr war man ja kurz vor dem Abstieg. Ne? Jetzt ist man Spitzenreiter am ersten Spieltag. Die Zuschauer haben schon die Euphorie gepackt. Ist für den Trainer natürlich jetzt eine schwierige Angelegenheit? Ja, die meisten haben ja ein bisschen Fußballsachverstand, die da stehen. Und wenn wir letztes Jahr so gerade die Klasse gehalten haben, dann sollte Klassenerhalt auch das Ziel bleiben. Vielen Dank. Ja, bitte.